drinnen, ob draußen, im Team oder alleine. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, aber kurz gefasst, Sport hat viele Facetten. Dementsprechend abwechslungsreich präsentiert sich auch das Veranstaltungsangebot des Kreissportbundes Vorpommern-Greifswald. Beispielsweise am 17. Oktober. Im Rahmen der Ausbildung für die Breitensportlizenz C wurden unter anderem Bälle geschlagen und Bäume erklommen. Denn den Trainern von morgen soll ihr zukünftiger Weg bestens geebnet werden. Daher wird angestrebt, dass man auch eine gewisse Vergleichbarkeit hat, dass eben auch, wenn ich jetzt in einen anderen Verein gehe und mich dafür entschließe, zum Beispiel auch die Sportart zu wechseln, von einem Bauch-Beine-Po-Kurs auf in Richtung eine Kindergruppe generell zu trainieren, dass ich da halt ein Repertoire habe und dafür aufgestellt bin und eben auch verschiedene Wege gehen kann, auch im Sport. Vielfältigkeit war das Stichwort. Denn parallel wurde in der Halle 1 in Greifswald anlässlich des integrativen Sporttages 2020 ein Fußballturnier ausgerichtet. Der erste FC Adler 04 Greifswald e.V. lud in Kooperation mit dem Kreissportbund zum Wettstreit. Getreu dem Motto Integration durch Sport war ein jeder in der Halle willkommen. Natürlich wollen wir auch eine Botschaft vermitteln. Ne? Unsere Botschaft ist immer ein gemeinsames Wir schaffen. Ne? Das ist für uns wichtig. Ne? Also wir wollen, dass alle Hand in Hand zusammenleben können. Ne? Und das wollen wir hier mit diesen Turnieren schaffen, dass sie freundschaftlich nachher dann nach Hause gehen. Die Mannschaft, die Tartanbomber, konnte sich am Ende des Turniers den ersten Platz sichern. Wichtiger war allerdings, dass alle gemeinsam Spaß am sportlichen Wettkampf hatten. Und während sich die Teilnehmer der Trainerausbildung den Weg durch die Baumkronen bahnten, wurde an einem weiteren Ort an die nächste Generation von Sportlern gedacht. Unsere dritte Veranstaltung sind die Kinder- und Jugendsportspiele in Ueckermünde. Das ist der Athletikmehrkampf. Der wird auch von einem Partnerverein von uns ausgerichtet, und zwar von dem Ueckermünder Judoverein. Die machen das auch schon seit mehreren Jahren und wollen halt vor allem die Kinder ansprechen, die noch nicht im Sportverein sind und diese eben auch in die Sportvereine natürlich ziehen und für andere Sportarten auch eben einbinden und dementsprechend Nachwuchsgewinnung, aber auch Spaß an der Freude und an der Bewegung vermitteln. Förderung des Nachwuchses, das Schaffen eines Sportangebots und das Ausbilden von Trainern und Übungsleitern. Der Kreissportbund versucht sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft des Sports in der Region bestmöglich mitzugestalten. Denn Sport ist für alle da. Na, bei uns steht ja definitiv der Breitensport im Vordergrund und deshalb versuchen wir halt verschiedene Bereiche vor allem abzudecken. Dabei die Aus- und Fortbildung, gerade im Rahmen der Übungsleiter, die auch in unseren Sportvereinen ehrenamtlich tätig sind. Da wollen wir natürlich einen gewissen Qualitätsstandard und ein Leistungsniveau erreichen und dass wir irgendwo auch die gleiche Sprache sprechen. Trotz unterschiedlicher Facetten, verschiedener Disziplinen und individueller Motivation eint die Sprache des Sports. Und das, wenn es nach dem Kreissportbund geht, natürlich mit höchster Qualität.